Angenehme Temperaturen und leichter Wind. So sieht ein perfekter Frühlingstag zum Radfahren aus. Das dachten sich viele Radlfahrer und fuhren bei der 20. Tour der Kammer Zeitung mit. Die Strecken führten von Furt im Wald, Bad Kötzting, Waldmünchen, Rötz und Roding nach Cham. Für die Kammer war eine Tour rund um ihre Stadt abgesteckt. Auch in diesem Jahr waren wieder Hunderte von Freizeitsportlern dabei. Wir haben von Cham gestartet und haben halt die große Radtour gemacht. Und ja, die Tour hat uns eigentlich schon gut gefallen gehabt. War eigentlich nicht schlecht. Wir sind einmal von Furt gestartet und ja, es hat einwandfrei gepasst. Ist wunderschön, wir fahren schon viele Jahre mit. Wenn sowas ist, dann machen, fahren wir mit. Das ist schön, weil man da eigentlich überraschend viel trifft. Von Rötz her, also sind 41 Kilometer gewesen und mir hat eigentlich ganz gut gefallen. Das dachten sich viele, denn mit Händeln, Limo oder einem kühlen Radler war die Tour so richtig perfekt. Die Teilnehmer konnten sich mittags beim Ziel, dem Kamer Volksfestplatz, entspannen. Die meisten freuen sich schon jetzt aufs nächste Mal.